Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Get in Your Horizon. Ja, in der heutigen Folge wollen wir ein bisschen an der zukünftigen Stromversorgung arbeiten. Dafür brauchen wir aber noch einige Sachen und die wollen wir jetzt angehen. Und zwar, ich habe jetzt schon mal ein paar Mining Pipes gebaut, dass wir da mal zwei Stacks haben. Und jetzt sind wir noch dabei, ein anderes Gerät zu bauen. Aber dafür brauchen wir jetzt erstmal Brass. Habe ich das schon? Brass Ingots habe ich zwei. Dann hätte ich gesagt, dann machen wir mal da draus. Ja, ich brauche nur einen. Brauche ich dafür, weil wir wollen jetzt nämlich den Miner bauen. Und für den Miner brauchen wir den Sensor. Und für den Sensor braucht man Brass Rod. Ja, brauche ich sogar nur einen, das ist sehr schön. Können wir das nämlich wieder einräumen und wie ihr seht, die Kisten sind etwas leerer. Gleich dazu mehr. Das heißt jetzt, wir wollen jetzt hier, nein, hier reingehen. Nein, in der Mitte habe ich. Ah, in der Mitte habe ich, aber den Sensor habe ich noch nicht und ich brauche jetzt den Sensor, oder? Genau. Also, das heißt, du kommst jetzt dahin. Dann brauche ich jetzt aus der Abteilung. Nein, brauche ich nicht. Denn ich bin wieder beim Aufräumen gerade. Auch da schon ein paar Sachen. Ich brauche einen Zertusquarz, glaube ich. Nein, da lang. Nein, da lang. Du, glaube ich, kommst dahin. Wir schauen nochmal nach. Genau, dann brauche ich einen Circuit. Hallo, Circuit. Ich lanze noch, dass ich in den Vordern rein muss. Ich verspreche's. So, dann brauche ich noch Stahlplatten. Habe ich noch Stahl da? Wie weit ist mein Ofen? Denn ich habe schon mal angefangen, jetzt meine ersten Ingots aufzuräumen. Also mit Zinn habe ich mal alles gemacht, was ich mir so vorstelle, was wir alles brauchen. Und ganz unten habe ich dann die Ingots drin. Ob die jetzt so bleiben, das wird sich zeigen. Weil wenn ich natürlich zu viele habe, macht es natürlich keinen Sinn, die dann drin zu lassen, aber ich bin eigentlich der Meinung, müsste eigentlich ausreichen. So, wir brauchen davon vier Stück. Ich habe noch viel mehr Blödsinn getrieben. Ja, und da ich ja nicht so viel Zeit momentan zum Aufnehmen hatte, oder beziehungsweise überhaupt am Computer hatte, habe ich halt immer wieder mal wegen was gemacht. Ich hoffe, ihr verzeiht. So, ja, ich habe es gelernt, ne? Ich bin den richtigen gegangen. So, wir haben schon mal den Sensor. Ich muss nämlich noch dran denken, dass ich auch jetzt endlich mal diese ganzen Quests mir gebe. So, dann haben wir einen MV-Maschinenhall. Dann kommt der dahin, dann brauche ich von den Motoren drei. Die habe ich mal hier. Dann brauche ich zwei Kabel. Nein, die Kabel können dahin. Und dann brauche ich nochmal zwei Circuits. Und die kommen dahin und wir haben unseren Basic Miner. So, der ist schon mal wichtig. Und schön, genau. Dann macht es natürlich keinen Sinn. Habe ich denn hier noch Kisten drin? Leider nein. Also holen wir uns schnell welche. Ich brauche Minimum zwei Stück. Nein, wir machen gleich vier. Dann brauche ich jetzt, ich glaube immer drei. Eins, sechs. Ich nehme 24 mit. Habe ich vielleicht eine Chance, dass ich richtig gezählt habe?
Dann läufst du. So, dann haben wir jetzt auf jeden Fall unseren Miner, denn wir müssen in den Nether. Im Nether muss ich dann anfangen, die ersten Sachen ordentlich abzubauen. So, man kennt es ja, ne? Man drückt die Aufnahmetaste. Dann schellen Telefone, Türen und so weiter und so fort. Kennt man ja, habe ich ja schon tausendmal gesagt. Habe jetzt auch gerade gemeint. Ist doch schön. Hat gewusst, dass ich Aufnahmetaste drücke. Weil seit 2 Tagen nicht mehr angerufen worden, so ungefähr. Ja, super. Genau, also wir wollen in den Nether, wir wollen nämlich ein bisschen blaues Material besorgen. Und das wollen wir jetzt sozusagen jetzt dann alles schön brav machen und hoffen, dass wir dann alles haben, dass wir... Jawohl. Dass wir das dann alles oben hinkriegen. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich auch... Ja, mein Problem ist eigentlich, ich bräuchte eine vernünftige Pipe. Ich bräuchte das... Eigentlich bräuchte ich den Assembler in MV. Mit dem Assembler in MV könnte ich mir die Ender-IO-Pipes machen und hätte schon mal keine Probleme. Aber... Ich habe jetzt dann 4 Kisten dabei. Wenn ich diese 4 Kisten voll kriege, kriege ich einen Preis oder so. So, die Aprikosen lasse ich mal da. Das lasse ich nämlich mal mit. Das nehme ich auch mit. Da ist schon das drin, was ich brauche. So, vom Miner her brauche ich auf jeden Fall davon 2. Wir legen uns mal schnell hin. Habe ich jetzt eigentlich alle Eisen rausgenommen? Habe ich da jetzt noch ein bisschen? Ja, ich habe einen ganzen Stack dabei. Das ist in Ordnung. So, ich habe jetzt schon angefangen, im Nether auch umzubauen. Ich wollte zwar eine Speed-Aufnahme machen, aber wie gesagt, ja, momentan alles drunter und drüber mal wieder. Momentan. Es ist ja auch noch Gott sei Dank keine Zeit vergangen. Wie ich an meinem PC, also da bin ich auch momentan noch am Rumrödeln, dass ich da jetzt endlich mal... nicht nur eine Prophylaxe da hab, sondern was wieder was Vernünftiges. Momentan aus allen alten zusammengeschusterten Rechnern was zusammengebastelt, das überhaupt läuft. So, aber man sieht schon mal, ne? Also ein großes lustiges Fenster. Also da soll irgendwann auch mal wirklich ein Fenster rein. Ich habe hier jetzt mein Tor genauso aufgebaut wie drüben. Ich habe jetzt hier ein Treppenhaus, das nach unten und nach oben funktioniert, wird aber noch umgebaut. Ich habe jetzt hier so eine kleine Art Vorhalle. Da kommen dann auch noch Kisten und was aus der Kuckuck hin. Und dann habe ich hier nochmal eine Kiste. Und 2 lasse ich schon mal davon da. Habe ich noch Stein irgendwo? Das schaut gut aus. Dann laufen wir mal nach oben. Ein bisschen, was habe ich schon gemacht? Genau, nämlich ab hier. Ja, ich bin auch noch schön brav dabei, die ganzen Sachen rauszurupfen. So, und wir wollen ja nach ganz oben. Ja, und man sieht ja auch hier, ich habe angefangen, auch hier ganz ordentlich, schön und sauber schon mal die Steine hinzulegen. Ganz hoch oben will ich nicht, brauche ich nicht, macht keinen Sinn. So, ich habe jetzt schon mal meinen Ohrfinder angeschmissen. Ich bin gerade im Ohrchunk drin. Ich muss nur hoffen, dass ich irgendwo einen finde, wo er nong, 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 nong macht. Wenn nicht, gehen wir in die andere Richtung.
Denn wir brauchen ein bisschen davon. Ich hoffe, dass er das überhaupt zieht. Aber wir sind jetzt auf 119. Es kann natürlich jetzt sein, dass wir zu hoch sind. Aber wir brauchen, genau, Elektrotine brauchen wir. Und der befindet sich auf Höhe 5 bis 45. Da bin ich wirklich zu hoch. Dann hätte ich gesagt, gehen wir mal eine Etage runter. Oder? Wie tief kommst du? 60, ne? Genau. Und da kann ich hier entlang laufen, wie ich will. Das kann ich mir schenken. Das kann ich mir wirklich schenken. Kann ich mal gucken. Also hier wird trotzdem irgendwann, also was heißt irgendwann? Hier wird trotzdem dann aufgebaut, weil das ist meine Ebene, wo ich raushole. Der Miner ist zwar jetzt nicht das Beste, weil mit 16, also 16 mal 16 oder 8 mal 8, ich denke, ich decke halt einen Chunk ab. Das ist jetzt nicht die Welt, ne? Hui. Natürlich finde ich das Loch. Hua. Hab dich. Noch einer? Ich muss meinen Bogen ver... Ich muss mal eine Armbrust unbedingt verbessern. Unbedingt. Die muss besser werden. Aber mein Problem ist jetzt nur, wenn ich jetzt zu tief runtergehe, finde ich auch nichts. Wir sind jetzt auf 44. So, wann von wo bis wo habe ich jetzt gesagt? Von 45 bis Ding. Wie schaut es jetzt aus? Ja, ich bin im. Ich weiß jetzt nicht, ob ich. So, ich. Also. Wir müssen auf jeden Fall das da schon mal da machen. So, mein Problem ist, wir sind. Es geht nicht so einfach. Mist. Ja, ich bin jetzt. Ich bin jetzt doch zu weit oben. Damit ich da einfach mal einen Gang lang buddeln könnt. Ja, und hier bin ich halt viel zu weit unten. Dass ich sagen könnte, alles klar, einwandfrei. Hier bin ich jetzt auf 12. Außer ich finde natürlich auszusehen Elektrotine. Aber hier ist mein Sulfur. Genau. Und ich müsste jetzt ein bisschen weiter nach oben. Also schalten wir nochmal den Chunk an. Hab ich vielleicht schon sogar einen gefunden? Nein. Gibt's eigentlich einen besseren Ohrfinder? Der noch was Besseres kann? Schauen wir mal. Nein. Ja, das wird bestimmt geben. Ich den nur Seismic eventuell. So, wir sind jetzt auf jeden Fall im Chunk drin. Dann gehen wir mal jetzt in die Richtung.
Und ich merke schon wieder, ich habe schon wieder die Speine auf der falschen Seite. Das wäre jetzt wieder lustig geworden. Hallo, Sulfur. Nee. Ich muss ja eigentlich nur Elektrotine finden. Ja, machen wir mal Licht. Langsam brauche ich mal Nachtsicht hier. Da habe ich schon wieder Quarz, das ist auch gut. Dann ist mein Hammer schon wieder mal hinüber. Muss eigentlich jetzt hoffen, dass es entweder drunter ist oder drüber. Bin auf jeden Fall schon mal auf einer guten Höhe. Weil ich laufe gerade unter der Lava durch, sagte er. Und lief voll in die Lava rein. Achso, macht mir nichts mehr aus. Ist das schön. Ja, brennen. Also mal aufhören. Will nicht mehr leuchten. Danke. Das heißt, ich muss jetzt wieder nach oben. Ein bisschen was abgeben. Wieder kommen. Weitermachen. Das machen wir jetzt dann auch ganz easy. Sobald ich das nämlich gemacht habe. Ne? Dann machen wir da draus Search and Rescue. Also für euch geht's schneller als für mich. Auch wir gehen noch mal nach oben. Sind schon ein paar Meter, ne? Was man da nach oben zu latschen hat. Ich muss nur aufpassen, ne, dass ich jetzt zu weit laufe. Oder bin ich schon zu weit gelaufen? Nein. Ich nicht. Gott, ist hoch. Ich habe schon wieder, ja, wenn ich jetzt den nächsten mache, ist der voll. Ich habe nur gerade eine ganz blöde Frage. Warum hat er gesagt, er ist voll? Ach so, weil ich jeden möglichen anderen Kladderadatsch im Inventar habe. Also, du kommst auf jeden Fall mal raus. Dann meine Zellen kommen auf jeden Fall mal darüber. So, wir machen das jetzt auch ganz, naja, ganz easy ist es nicht. Nee, easy ist es wirklich nicht. Verdammt. So, ich muss dich jetzt erst einmal hier lassen. Dann habe ich nämlich noch ein wenig mehr Platz. Halt, die Kisten möchte ich definitiv mitnehmen. Beziehungsweise die verpacke ich mal hier rein. Und das seht ihr auch, meine Batterien sind auch dabei. Für jeden, der wo jetzt geschrien hat: Du hast die Batterien vergessen. Nein, habe ich nicht. Ja, dann kann ich noch die Zellen auch noch wegräumen. Und dann hätte ich gesagt, habe ich fast alles dabei. Was fehlt? Was habe ich hier noch drin? Ah, Clay. Sehr schön. Kann man bestimmt den Liter brauchen. Bewährter Mensch. Okay. Also, das heißt, wir machen. Wir machen noch mal einen kleinen Spaziergang in die reine Richtung.
Könnte auch einen Spaziergang geradeaus machen. Wir müssen noch mal runter. So. Das ist doch wieder schön. Ich weiß, ich brauche jetzt nicht mehr so viel Angst haben vor dem Zeug, aber man hat das Intus. Und ich bin froh, dass ich das noch so mache, weil es gibt dann nämlich eine Kleinigkeit. Weil wenn man irgendwann diesen Rucksack hat, ne, der so schön Nachtsicht macht, dann habe ich diesen ja nicht an. Das heißt, ich sehe zwar was, ich sehe dann aber, wie ich verbrenne. Das will ich nicht. Also bleibst dabei. Wir haben einfach Respekt vor dem komischen, roten, flüssigen Gedöns. Genau. So, also wir wollen jetzt in die Richtung, wollen wir jetzt mal marschieren. Weiß jetzt auch gar nicht, ob es mir anzeigt, wenn ich. Nee, er zeigt mal gerade was anders an. Hunger. Ja, weil wir ja im Nether sind, ne? Ein bisschen Extreme Chili. Wieso gehst du eigentlich nicht? Das war jetzt schon das dritte Mal. Einmal ist keinmal. Zweimal ist einmal zu viel. Und dreimal ist verarschen. So. Ist der schon wieder platt? Das ist ja der Wahnsinn, was ich hier jetzt gerade an Eisen brauche. Wo sind wir denn eigentlich bei dem? Bei 8? Ich glaube, mit 9 kommt noch mal einer, oder? Nein, ich habe noch einen Modifier frei. Huja! Wir brennen ja nicht, ne? Haut es denn eigentlich hier drin aus? Hallo? Bist denn du? Schöne ist sie, da hast du ja nicht mal Blasen. Das heißt, ich kann nicht da trinken. Das heißt, der atmet gerade Lava. Ja, schön. So, du bist ein Firestone von Railcraft. Okay. So, da hinten ist Sulfur. Gott, ist das langsam. Ey, da ist ja alles andere dagegen schnell. Ist halt die Frage, ne? Ich müsste eigentlich nur ein bisschen weiter runter. Nur ein bisschen. Nicht viel. Zwei. Zwei. Das machen wir doch mal. Jawohl. So. Ich mach mal wieder Glühwurm. Brennt es jetzt wegen mir?
So, wir hauen mal hier wegen das Feuer aus. Bin ich gespannt, ob es gleich wieder angeht. Weil hier eine Fackel rumrennt. Wie lang brenne ich eigentlich noch? 3 Jahre? So. Also entweder ist es jetzt so heiß, dass es hier wirklich anbrennt. Ist wirklich ich. Ist cool. Ah, nein, ich weiß, was es ist. Ah, das ist der Firestone. Kann ich dich bitte in den Rucksack packen? Also ich bin's ja, aber nicht wie ich es gedacht habe, weil ich Fackel spiele, sondern weil ich ja einen Firestone in der Tasche habe. Soweit ich weiß, brauche ich nämlich den Firestone für irgendwas. So, wir sind jetzt gleich beim Sulfur. Dum, 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 dum. So, Quarz. Mann. So, wir sind endlich beim Sulfur angekommen. Das ist ja nervig. Ist nicht mehr. Es ist weg. Mann, ich habe die Kisten doch auch weggeworfen, oder? Nee, ich habe die Kisten, glaube ich, nur eingesteckt, ne? Ja. Wir machen es jetzt anders. Wir räumen das Zeug jetzt mal hier rein. Also ich habe momentan, für die, wo sie fragen, Diatomit hier drin. Weil Diatomit ist in Elektrotin mit drin. Ja, aber wie gesagt, das Problem ist halt 5 bis 45. Ja, und Warfinder ist Z4 Y60. Soweit ich das als aber noch im Kopf habe, geht es nicht nach oben, sondern nur nach unten. Toll. Ich liebe Essen. Zuerst habe ich das, die Lava, die wo mich nervt. Jetzt habe ich ein Blut. Ein Blutbad. Könnt sozusagen den ganzen Lavasee jetzt über mir zum Erstarren bringen. Ja, genau. Haben wir jetzt alles. Darf man jetzt weitermachen? Aber nett.
So, wir machen mal einen Hammerwechsel. Ich brauche unbedingt Alomite. Ich muss den Hammer verbessern. Gott, ich bist du schon wieder. So, machen wir dich rein, dich rein, dich rein und das da auch. Ja, mein Problem ist halt wirklich gerade, ich renne halt gerade in eine Richtung. Kann es halt sein, dass ich schon in 5722 von diesen schönen Erzadern vorbeigerannt bin. Das Einzige, was ich halt machen könnte, ist, ich könnte jetzt hingehen und sagen, okay, ich laufe jetzt einfach oben entlang oder flieg oben entlang. So, Eisenbiene haben wir auch. So, wir sind hier in der Eisenbiene, ne? Die Eisenbiene ist hier. Oder sollen wir wirklich so sein, dass wir jetzt einfach mal den Miner arbeiten lassen? Ja, das Problem ist halt, ne, jetzt ich bin ja auf jeden Fall hier oben. Ja, wir gehen jetzt auf jeden Fall mal zurück. Elektrotine haben wir halt momentan noch nicht. Aber wir können das schon mal alles vorbereiten. Ich lasse jetzt mal den Miner hier arbeiten, dass wir erst einmal sehen, wie er arbeitet, wie viel Strom das er braucht. Wäre vielleicht ja auch sinnvoll, dass wir eventuell dann irgendwann einen MV-Miner bauen. Weil der hat halt schon mal weitaus größere Regionen. Und vielleicht haben wir ja Glück. Ich muss halt den Miner da aufstellen, wo ich noch keine Erze gefunden habe. So, aber das ist ein scheiß Vampir-Pigman. Bin mir nicht sicher, ob der mich haut. Aber ich bin, ich will es nicht rausfinden. Tschüss! So, ich kann gleich wieder ein heißes Chili essen, dass mir ein bisschen kälter wird. Ja, ich weiß. Da knurrt einem der Magen. Ich bin schon mal froh, dass ich dieses Schweinchen nicht getroffen habe. Bin schon mal froh, dass der nicht aggressiv war. Man freut sich über Kleinigkeiten. So, wir sind wieder da. Moment. Na, sind wir jetzt zufrieden? Ist darum, dass ich sage, ich brauche einen besseren Bogen. Ich habe die schon wieder alle voll. So. Du bleibst mal da. Jetzt gehst du nämlich hier rein. Diese Rüstung schmeiße ich hier mit rein. Ich schmeiße ich hier mit rein. Ich brauche hier unbedingt einen besseren Rohr. So, dann brauche ich jetzt erstmal was zum Futtern. So, du bist auch. Nein, nicht der Wrench. Du musst weg.
Alles klar. So, dann haben wir das, dann haben wir das, dann haben wir das. Dann wollen wir jetzt nach oben. Ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe. Ja, da, wie gesagt, ist ja auch, hat ja auch den Vorteil, wenn man den Boden dann austauscht, ne? Dass man dann kein, auch keine Schweinchen spawnen. Ne? Weil das spawnt ja dann gar nichts. So, also, wir haben jetzt, wenn ich jetzt hier entlang geht, habe ich jetzt auf jeden Fall Quarzit. Ich habe jetzt hier Eisen. So, das heißt, wir sind jetzt hier in dem Gang, wo Quarzit drin ist. So. Ja, da hört er schon, die lachen mich aus. Weil ich ja blind bin. Oder ich habe die Schaufel nicht dabei. Habe ich die Schaufel hin? Also, die Schaufel habe ich gesehen. Ich meine die große. Vor lauter Freude irgendwo hingeschmissen? Ja, wie es aussieht. Also die Lumber-Eggs kann ich mal schon wegräumen. Aber ich habe kein Extruder. Ihr wisst schon, was ich meine. Das sind die zwei Hämmerchen. Keine Ahnung, die habe ich irgendwie in eine Kiste geschmissen. Ja, ich bin ja erst clever. Genau. Ich kann dem Sand nicht mal verübeln, dass er mich auslacht, weil ich, ja, am liebsten über mich gerade selber weinen geht. So, du kommst du mal dahin. Gott. Aber so levelt man auch mal wieder seine Schaufel. Ich bin auf jeden Fall, wie es aussieht, in einem Biom, wo man viel Soul Sand hier oben kriegt. Ich warte jetzt schon, dass ein Lied drauf schreibt, also deine Schaufel ist da und da. So Elite enttäuscht mich nicht. Gott, hab ich schon wieder von dem Zeug viel dabei. So, danke. Ja, was ich gerade mache, weil das werden sich bestimmt jetzt einige fragen. Fragen mich ja teilweise selber. Ich möchte jetzt hingehen und einen Stein brauche ich noch. Und ich möchte so ein Tiny Elektrotine finden. Und da will ich den meiner als erstes aufbauen. Ich muss halt nur hoffen, dass ich überhaupt was finde. So, da sind wir bei den Emeralds. Bin mir auch nicht sicher, ob das immer so ist. Aber ich möchte es halt mal testen. Ich bin schon wieder voll. Nee, nee. Mir kommt es auch gerade schon wieder vor, als würde ich 3 Kilometer in eine Richtung laufen und finde nichts.
Ja, hier ist Sulfur. Nee. Also gehen wir mal nochmal zurück. Das heißt, ich werde jetzt erstmal nur auf MV hochgehen gehen können. Das ist jetzt auch, ja, es geht schon, aber es ist halt ein, oder ich nehme halt ein Goldkabel, was ich halt für einen kompletten Blödsinn empfinde. Weil Goldkabel ist jetzt nicht gerade das Nonplusultra, ne? Und vor allem, weil ich ja auch dann noch Gold brauche. So, also wir sind hier im Ortschank, das heißt, wir gehen jetzt nochmal einmal in die Richtung. Einen Vorteil hat es, wenn man die ganze Zeit hier entlang rauscht. Man hat meistens immer dieselben Sachen dabei. So. Bin jetzt nochmal in einem Ortschank. Das heißt, wir gehen jetzt noch einmal bis zum nächsten Ortschank. Toll. Nein, gehe ich nicht, weil ich habe jetzt keinen Bock, das da auch noch weg zu graben. Und da ist es scheißegal, was ich habe, große oder kleine Schaufel. Auch wenn ich sie dabei hätte. Und das wird jetzt witzig, die dann zu suchen. Ja, ich habe das so ein super System, ne? Kennt man ja. Ich gehe mal nochmal ausladen. Vor allem, das wird dann auch lustig irgendwann, wenn ich dann irgendwann im Nether bin, dass ich dann irgendwann so freudig irgendwo hinkomme und dann merke, oh, da ist ein großes Loch. Das ist schön. So, wir laden nochmal aus. Wir laden auch dich nochmal aus. Kommst du dahin? Ja, aber die Schaufel ist irgendwo hin verschollen. Das Lachen hat genau zum richtigen Zeitpunkt eingesetzt. Als wäre es abgesprochen. Danke, Minecraft. Ja, ist ja gut. Also diese Soundpack gefällt mir immer mehr, auch wenn die mich gerade auslachen, aber es hat wenigstens ein bisschen Stimmung. Und man findet Soul Sand schneller. So, sind wir jetzt soweit? Danke. Ihnen folgen. Lasse ich aber jetzt erst noch mal hier. Wieso keinen Platz? Das heißt, wir dürfen wieder was futtern. Und ich bin schon wieder in so einem komischen Biom. Ich hab's gefunden.
Das Zeug habe ich gesucht. So. Dann hätte ich jetzt gesagt, also wir machen das jetzt genau hier rein. Und zwar, wir wollen jetzt haben hier den Miner. Dann brauche ich den Wrench. Der Wrench geht nach oben. So, dann brauche ich jetzt als nächstes die Iron Chest. Bis dahin. Dann brauche ich als nächstes die Mining Pipe. Ich hätte eventuell, oder? Ne, das müsste so gehen. Okay, dann brauche ich jetzt als nächstes den Low Voltage Battery Buffer. Der kommt hier hin. Dann brauchen wir als nächstes die 4 Batterien. So. Und dann fängt er an zu arbeiten. So, J. Das heißt, ich bin jetzt hier. Und dann hätte ich gesagt, machen wir auch gleich das so, dass dann auch wirklich die 3 Chunks hier geladen sind. Und Item Output machen wir auch gleich an. Nicht wundern, dass jetzt, wenn jetzt einige sagen, wieso baut der Netherrack ab? Der Miner baut doch normalerweise kein Netherrack ab. Stimmt, habt ihr recht. Aber er bohrt sich ja nach unten. Also das heißt, er, die den Miner jetzt noch nicht kennen, er bohrt sich jetzt sozusagen straight einmal komplett nach unten. Ja, hier. Und jetzt scannt er ab in jede Richtung. Also in die, in die, in die, in die Richtung. Und zwar genau, wie man es ja schon schön gesehen hat. Halt, meiner. Du bist hier. Und zwar 17. Also von sich aus in jede Richtung 9. Nein, 8. Wir gehen ja nicht auf 18, wir gehen ja auf 16. Okay, und ich sehe gerade, er hat einen Fortune-Bonus von 1. Auch wichtig zu wissen. Also das heißt, wenn ihr so kleine Teile abbaut, ne, diese Dinger da, die Elektrotiner-Teile da, dann hat man halt ein eventuell, oh schaut mal, nochmal Elektrotine, das heißt, ich kann damit gleich mal arbeiten. Beziehungsweise in der nächsten Folge, weil in der schaffen wir es nicht mehr. Aber wir haben jetzt schon mal hier unseren Miner und jetzt muss ich mal schnell gucken. A minus Miner. Ich nenne den jetzt einfach mal hier A. Ja, und wie gesagt, und der geht jetzt wirklich gerade in jede Richtung und der rupft es halt raus. Mein Problem wird sein, ich muss hoffen, dass ich immer öfters mal vorbeikomme und die Batterien austausche. Da muss ich auch dran denken, weil der ist jetzt leider nicht so wie der wie die Ölpumpe. Der braucht doch ein bisschen mehr. Ja, und wir haben gleich nochmal 7. Das heißt, uns reicht es. Genau. So. Das heißt, wir gehen jetzt nach Hause. Ja, und ja. Das ist halt das Schöne. Wir laufen. Nähte minus 1. 290 Chunks geladen. Geladen, genau. Nur weil ich loaded lese, brauche ich nicht geladen sagen. Mhm. So, das heißt, wir müssen hier entlang. Das heißt, wir müssen dann da entlang, dann müssen wir runter. Ja. Genau. So, das heißt, ich werde jetzt gleich mal den Käse auch noch mitnehmen. Also der Miner arbeitet auf jeden Fall. Wie gesagt, da wird irgendwann auch eine Größe.
Toll. Wenn man zu lange in einem Chunk ist, passiert genau das. Hallo. Einzigster Vorteil ist, Hallo Geist. Tschüss. Ah, gehen wir mal weiter. Ich muss hier unbedingt zumachen. Mein Bogen ist nämlich schon wieder kaputt. Meine Armbrust. Wieso sage ich eigentlich immer Bogen? Ich sehe gerade, ich habe hier noch Draw drin. Das ist gut. So. Wir wollen nach oben, nicht nach unten. Danke. Ist ja dann nicht mehr alles dabei. Ich bin mal gespannt, ob ich die Schaufel finde. Und zwar schnell. Finden werde ich sie. 10 Folgen später. Oh, schau mal, da ist die Schaufel. Wieso habe ich sie denn da reingeworfen? So, also du gehst jetzt erstmal hier rein. Dann das da weg. Das da weg. Die Kiste ist nicht mal leer. Wahnsinn. So, die zwei kann ich schon mal da hinten hin verfrachten. Danke. So, und dann brauche ich jetzt natürlich den da. Wie lange brauchst du? 47 Sekunden. Es ist gut, dass ich die jetzt gleich reingeschmissen habe. Netherrack kann weg, Stone Dust kann weg, Netherquarz kann weg, nehme ich auch gleich mit. Was weg ist, ist weg. Und ich sehe gerade, wow, da unten ist ja auch alles voll. Kupfer kann ich mitnehmen. Eisen. Ja, wobei. Ja, doch. Kupfer und Eisen kann schon mal da rein. Gold habe ich noch nicht aufgeräumt. Das wohnt noch da hinten. Aber auch schon 54, das heißt, da kann es auch bald weitergehen, aber ich brauche auch noch das andere Zeug. Ja. Lass mal. So, ich räume noch schnell den Rucksack jetzt auch noch komplett aus. So, und ich habe jetzt Elektrotine, habe ich jetzt bekommen. Ich muss jetzt noch mal schnell gucken. Geht das in dem Sifter? Nein, ne? Aber ich kriege, soweit ich weiß, im Maserator genau, kriege ich 20 Stück raus. Ja, wenn der was im Nether finden sollte. Also das heißt, das wird nicht das Problem sein. Ich brauche jetzt, um das bessere Material zu bekommen, Alloy-Smelter, brauche ich 4 Stück. Das heißt, wir brauchen noch ein bisschen Silber. Am besten schaue ich auch da rein, wo die Ingots drin wohnen. Und nicht da, wo es Pulver wohnt. Ich wollte nur Zeit schinden. Ich weiß. So, wir haben 2. Genau. So, aber in der Zeit kann ich noch ein bisschen was schnell machen. Wir brauchen schnell nochmal Eisen. Und zwar 8 Stück. Dann brauche ich auch noch Stein. Denn wir brauchen unseren Assembler.
Denn mit der Nummer 11, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, ich brauche Platten und Stein. Auch vier Platten. Das ist nämlich gerade jetzt das, was wir unten brauchen zum Basteln. So, und zwar mit der 11 habe ich jetzt mir einen Technical Block gemacht. Und mit der 24 ja, ich habe die schon gebaut, die liegen auch schon hier drin. Habe ich mir einen Factory Block gebaut. Also den da und den da. Die werden wir jetzt dann brauchen, wenn wir jetzt dann anfangen, den größeren Motor zu basteln. Wir haben unsere vier, danke. So, das heißt, du kommst weg, du kommst rein, du kommst rein, du läufst. Perfekt. So, wir haben unser erstes Alloy-Ingot. Und das Alloy-Ingot schmeißen wir jetzt natürlich in die Wire Mill. So, und jetzt haben wir unser erstes Blue Alloy Wire. Und da wollen wir natürlich auch erstmal nach oben gehen. Also mein Problem ist, also Problem ist es nicht. Ich müsste mir eventuell, was kostet mich eigentlich ein Unpacker? Unpackager. Okay. Basic. Du kostet mich einen Roboterarm, zwei Circuits. Der kostet mich auch ein Convoyer-Modul. Der Unpacker hat halt den Vorteil, dass ich halt meine Kabel wieder entkleiden kann. Hätte halt für mich den Sinn, dass ich sagen kann, okay, wir machen jetzt erstmal das Kabel halt in zwei, weil das sind ja, was wir mal gelernt haben, 4 Ampere. Beziehungsweise ist halt doppelt. Nein, ist 2 Ampere. Oder doch, nee, ist 4 Ampere. Mit einem EU-Verlust. Ja, man muss ja von dem hier ausgehen. 4 Ampere. Lost per Meter 1 EU. Und darum ist das Kabel auch so schön. Sehe ich das gerade richtig? Das sind Fehler? Oder habe ich das noch nie gesehen? Okay. Also egal wie weit, also mit 32 Ampere habe ich einen EU-Verlust. Ja, ich weiß nicht, was ich da jetzt gedacht habe. Also bei dem hast du halt 50% Verlust, bei dem halt nur 25%, bei dem halt geteilt durch 8, geteilt durch 16, geteilt durch 24, geteilt durch 32. Ja, und wir müssen ja zuerst, weil wir fangen ja mit LV an. Also LV wird unser erster Motor. Das heißt, das sind ja insgesamt dann irgendwann 16 von diesen Engines drin. Und wenn man das halt dann alles hochrechnet, dann wird es halt irgendwann interessant. Ja? Aber das machen wir jetzt beim nächsten Mal, weil wenn ich jetzt dann drüber noch philosophiere, hier diese Folge eine Stunde 20 und ja, ich. Und in der nächsten Folge bin ich nach 20 Minuten fertig. Nein, wollen wir nicht. Machen wir nicht. Machen wir beim nächsten Mal. Für Anregungen und sonstige Sachen bitte unten in die Kommentare. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.